Hallo, ich bin Satinka Amalia von der Sorceress Academy und heute möchte ich dir nochmal einen anderen Text aus dem Buch von Taisha Abala-Pirschen mit dem Doppelgänger vorlesen. Das gesamte Buch wird bereits auf einem anderen Kanal gelesen. Das kannst du dir dann gerne noch genauer anhören. Das verlinke ich auch gerne unten drunter. Ich bin nur da daran interessiert, gewisse Ausschnitte herauszunehmen, die wir vielleicht vertiefen können und wo wir vielleicht gemeinsam damit arbeiten können. Das daran ist mir gelegen. Und lass uns doch da gleich wieder beginnen. Heute gehen wir zu den Steinwesen. Und hier gehen wir mit Don Juan zu Vulkanorden. So, und dieses Kapitel heißt Orte der Kraft. Der Nachmittag brachte eine willkommene Abkühlung. Don Juan und ich sind zu einem Ort gewandert, an dem vor Millionen von Jahren Vulkanausbrüche stattgefunden hatten. Die Gegend war mit riesigen Lavabrocken und glänzenden Obsidianstücken übersät, die sich in der Wüste wie ein buckliger grauer Teppich ausbreiteten. Die Shaki-Indianer betrachten diesen Ort als einen Kraftort, sagt Don Juan. Sie sagen, dass in all diesen Lavagesteinen Energie gefangen ist. Was für eine Art von Energie? Fragte ich keuchend. Die Art von Energie, die einen Dinge aus der Vergangenheit entdecken lassen können. Alles, was man tun muss, ist, einen Stein aufzuheben, still zu sein und seiner Botschaft zu lauschen. Glaubst du wirklich, dass Steine sprechen können? Fragte ich. Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Glaub mir nicht einfach, antwortete Don Juan. Finde selbst heraus, ob es wahr ist oder nicht. Er zeigte auf einen Hügel, der nicht weit von uns entfernt war. Lass uns auf die Spitze dieses Hügels wandern. Das ist der beste Ort, um den Steinen zuzuhören. Wir gingen über das unebene Gelände. Obwohl ich dicke Sohlen an meinen Schuhen hatte, waren die Steine und das Obsidianglas scharfkantig und die lockeren Steine machten das Gehen schwierig. Ich war darauf bedacht, den Stärkaktus mit seinen dornigen Stacheln wuchs auszuweichen. Mir wurde einmal gesagt, dass seine Kaktusstacheln äußerst gefährlich seien, denn sie könnten sich im Körper festsetzen und bis zum Herzen oder sogar ins Gehirn vordringen und einen plötzlichen Tod verursachen. Ich wusste nicht, ob das wahr war, aber ich hatte auch nicht vor, diese Theorie auf die Probe zu stellen. Als wir die Spitze des Vorsprungs erreichten, war ich außer Atem. Ich setzte mich hin, um mich auszuruhen und genoss die prächtige Aussicht. Ich konnte das gesamte Wüstental sehen mit seiner gewundenen Straße, die sich in südöstlicher Richtung schlängelte. Die violetten Hügel in der Ferne wirkten wie ein zackiger Ausschnitt im Himmel. Setz dich eine Weile hier hin, beruhige deine Gedanken und lausche den Lavasteinen, sagte Don Juan. Ich gehe auf die andere Seite des Hügels, damit ich deine Konzentration nicht störe. Du wirst meine Konzentration nicht stören, sagte ich. Aber er war bereits um eine Biegung gegangen. Ich war gerade dabei, ihm zu folgen, als mir einfiel, dass er vielleicht hinter einem Felsen verschwunden sein konnte, um sich zu erleichtern. Ich beschloss, an Ort und Stelle zu bleiben und zu versuchen, den Steinen zuzuhören, wie er es mir vorgeschlagen hatte, obwohl ich keine Ahnung hatte, was er mit dem Lauschen der Steine meinte oder was ich hören sollte, wenn ich ihnen lauschte. Es dauerte eine lange Zeit, bis ich meine Gedanken beruhigt hatte. Mein Blick wurde auf ein glänzendes Objekt gelenkt, etwa 20 Meter vor mir entfernt. Die Sonne spiegelte sich auf einem Stück Glas oder vielleicht war es Obsidian oder sogar ein Stück Metall. Als ich es anstarrte, verstummte nach und nach mein innerer Dialog.
In der Wüste, wo alles karg ist, scheint der Verstand sich abzuflachen, als würde er das Gelände widerspiegeln. Die zerklüfteten inneren Gipfel von Sorgen und Unzufriedenheit lösen sich auf, sodass es drinnen und draußen keine Barrieren, keine Erwartungen, keine Vorurteile gibt, die den natürlichen Energiefluss behindern würden. Während ich meine Gaff-Übung fortsetzte, erlebte ich einen Moment der willkommenen Befreiung, als ob sich die Belastungen, die mich erdrückt hatten, plötzlich von mir gelöst hätten. Bis zu diesem Moment hatte ich nicht erkannt, ungeheuerliche Last, die Sorgen um das Selbst auf einen legten. Es schien viel leichter, sie einfach loszulassen, anstatt sie wie nutzloses Gepäck herumzutragen. Ich durchsuchte den Boden, bis ich fand, wonach ich suchte. Ein Stein, der in der Nähe des glänzenden Objekts lag, schien mir zu winken. Ich hob den Stein auf und betrachtete ihn. Es war ein gewöhnliches Stück Lava, leicht und porös, aber irgendwie baute ich eine Verbindung zu ihm auf. Es mag seltsam klingen, eine empathische Bindung zu einem unbelebten Objekt aufzubauen, aber dieser Stein hatte Bewegung in sich. Ich starrte ihn an. Er war glatt und rund und hatte gelbe Flecken, die von seiner schwarzen Oberfläche abstrahlten. Ich folgte den Linien mit meinen Augen. Dann sah ich den Glanz um ihn herum, eine leuchtend beige Farbe, die freundlich schien und gleichzeitig in ihrer zeitlosen Ehrfurcht beeindruckend war. Einem inneren Impuls folgend hielt ich den Stein an meinen Unterleib. Ich erwartete nicht, etwas zu hören, denn ich hörte nicht mit meinen Ohren und Don Juan hatte nicht konkretisiert, was ich tun sollte. Aber überraschenderweise begann der formlose Lavabrocken mit mir Dinge zu erzählen. Ich versicherte mir selbst, dass ich es mir nur einbildete, aber das spielte keine Rolle, ich hörte trotzdem zu. Es war eine Art Spiel, das ich spielte, um Don Juan zu belustigen, indem ich später etwas zu berichten hatte. Geistig fragte ich den Stein, woher er stammte. Und sofort spürte ich ein starkes Kribbeln in meinem Bauch und ich wusste augenblicklich Dinge über den Stein, die für den rationalen Verstand absurd gewesen wären. Zum Beispiel erzählte mir der Stein von der Tiefe der Erde, aus der er stammte, und sagte, es sei wie ein Mutterleib. Er wurde geboren, oder besser gesagt, vor Urzeiten von einer gewaltigen Kraft ausgespuckt. Er erzählte mir, wie er die Zeit in Äonen statt in Jahren wahrnahm, so wie wir es taten. Innerhalb des begrenzten zeitlichen Rahmens, den wir Geschichte nennen, sind unsere Leben im Vergleich zu den vergangenen Äonen bedeutungslos. Er erzählte mir von unserer Blindheit, von diesem schwerwiegenden Missverständnis, unter dem wir leiden, dass wir glauben, die Natur zu manipulieren und zu kontrollieren, inklusive uns selbst und andere. Während es in Wirklichkeit nur eine Illusion ist, eine Eigenschaft der Selbstreflexion und vor allem reine Zeitverschwendung. Während ich den Stein hielt, hatte ich ein eigenartiges Gefühl, das größere Bild zu sehen, in dem ich von unerbittlichen Kräften gesteuert wurde, die mich unaufhaltsam in die Zerstörung trieben. Ich spürte dies in meinem Bauch als eine Reihe sanfter Wellen. Es war eine gedämpfte Bewegung, die aus dem Inneren des Steines kam, während ich ihn an meinen Unterleib hielt. Ich absorbierte die Essenz des Steins, bis mein gesamter Körper sich anfühlte, als wäre er von Schichten subtiler Vibration bedeckt. Dann ergriff mich eine tiefe Melancholie und eine existenzielle Frage nach der anderen tauchte auf. Warum bin ich am Leben? Wer bin ich? Was ist der Sinn von all dem?
Eine Weile saß ich auf dem Hügel mitten im Nirgendwo und betrachtete die Sinnlosigkeit des Lebens, als ein Zittern durch mich fuhr, wie ein Donnerruf, der mich bis ins Mark erschütterte. Ich spürte eine Freisetzung von Emotionen, die ich nicht benennen oder isolieren konnte. Ich erinnerte mich an Claras Worte, dass es kein Ende der Quellen der eigenen Wichtigkeit des Menschen gibt. Anstatt dagegen anzukämpfen oder es zu begrenzen, ließ ich das Zittern vorüberziehen, bis alles wieder still war. Ich fühlte mich erschöpft, so als ob ein Vulkan ausgebrochen wäre und Berge von Anhaftungen und Sorgen ausgespuckt hätte. Erfahrungen, die ich nicht gründlich rekapituliert hatte, strömten so plötzlich heraus, dass ich nicht anhalten konnte, um sie zu untersuchen. Ich hatte nicht einmal Zeit, den Fegeatem zu machen, um diese Emotionen wegzupusten. Mir wurde klar, wie die Last der Erinnerungen und Erfahrungen mich schwer machte und mich zusammen mit Gedanken darüber, was ich dachte, fühlte, sein wollte oder nicht sein wollte, verkrustete. Diese geistigen Konstruktionen dienten nur dazu, mich niederzudrücken, sodass ich für immer aus dem Takt mit der Zeit und dem Leben war. Ich wollte alles in mir loslassen, alles hinter mir lassen, damit ich frei sein könnte. Aber etwas in mir wollte nicht loslassen. Es klammerte sich an das Leben und fürchtete das zu vergessen. Doch die Botschaften des Lavasteins lauteten: Lass die Dinge so, wie sie sind. Kümmere dich nicht um Belanglosigkeiten. Ich strebe nach nichts und greife nicht ein. Die Dinge werden sich um sich selbst kümmern. Lebe für heute, denn das Gewicht all unserer Gestern wird uns hinunterziehen und Gedanken an morgen werden uns von unserer gegenwärtigen Bestimmung ablenken. Der Stein sagte mir, es gäbe eine Möglichkeit wahrzunehmen, ohne zu besitzen, ohne einzugreifen. Und das sei einfach dem Leben zu erlauben, sich zu entfalten, so zu sein, wie es ist, außerhalb und dennoch untrennbar mit dem Selbst in jedem bestimmten Moment verschmolzen. Ich betrachtete den Stein und bedankte mich für seine Botschaften. Ich war gerade dabei, ihn in meine Tasche zu stecken, um ihn als Erinnerung mitzunehmen, wie wichtig es ist, loszulassen, als ich einen Klaps auf meiner rechten Schulter spürte. Hast du nichts aus deinen ergiebigen Erkenntnissen gelernt? Hörte ich eine Stimme sagen. Augenblicklich ließ ich den Stein fallen und schaute auf. Er starrt und eher keuchend statt atmen. Dort vor mir stand Nelida. Ich bekam einen solchen Stoß in meinen Bauch, dass ich befürchtete, ich müsste mich übergeben. Nelida sagte mir, ich solle sofort eine halb sitzende, halb kniende Haltung einnehmen, die Zauberer in Momenten großer Überwältigung verwenden. Sie half mir, mein rechtes Bein unter meinen Schritt zu verstauen, wobei mein rechter Fuß auf das Perineum drückte, mein linkes Knie war gebeugt und mein Oberschenkel und meine Wade waren an meinen Körper gedrückt. Begebe dich immer in diese Schutzposition. Sobald du erschreckt wirst oder einen Schock erleidest, riet sie mir. Ich verblieb einige Minuten in dieser Position, um mich zu sammeln. Ich war mir sicher, dass Nelida sich wie die Erscheinung der Jungfrau aus dem Nichts auf dem Hügel manifestiert hatte. Dann wurde mir die Absurdität dessen bewusst und ich sagte mir selbst, dass Nelida wahrscheinlich auf der anderen Seite des Hügels gewartet hatte und Don Juan ihr gesagt hatte, wo sie mich finden konnte.
Mal bis dahin, ihr Lieben. Es ging jetzt mal um die Verbindung zu einem Stein und wie sehr wir glauben, auch hier wieder von diesem Stein getrennt zu sein. Und wo wir, wie Taisha das richtig sagt, wir glauben, dass wir hier etwas Lebloses in unserer Hand halten. Ich weiß nicht, ob du schon mal Erfahrungen mit einem Stein gemacht hast, also ob du schon mal mit einem Stein meditiert hast zum Beispiel, und welche Botschaften du erhalten hast. Tatsache ist, dass hier das älteste Wissen der Erde liegt, weil die Berge oder die Steine als erstes hier auf der Erde geträumt wurden. Wie sehr hast du Verbindung zu Stein? Wir können es bei Kindern sehen. Kinder sammeln unfassbar gerne Steine. Ja? Und du warst vielleicht auch so jemand. Vielleicht magst du mal anfangen mit diesen ganzen Wesen, die dich umgeben und die du überall findest, zu beschäftigen. Und ihnen zu lauschen. Je mehr du das tust, umso mehr bekommst du eine Verbindung zu dem Geistigen und somit zu deinem wahren Wesen, das du bist. Und deswegen wollte ich dir das jetzt heute vorlesen und dich da einmal mitnehmen auf diese Arbeit eben mit den Naturwesen. Es gibt noch eins, wo ein Kapitel, wo Don Juan Taisha mit einem Krafttier verbindet. Das kommt. Gut, und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis dann. Tschüss.